Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld 2.0. Heute müsste es schon Update 197 sein, also wir nähern uns den 200 Updates. Und ja, heute machen wir an einer Stelle weiter, an der wir das letzte Mal nicht aufgehört haben, soweit ich mich erinnere. Denn wir werden da hinten im Bereich zwischen dem Bahnhof und der Stadtmauer weiterarbeiten. Wir werden hinten in dem Bereich weiterarbeiten, wo wir die Straßenbahn in den Untergrund führen werden, in einen Tunnel. Wir werden den Felsen ummodellieren, wir werden die Stadtmauer weiter rüberschieben können, denn da muss ja auch noch ein bisschen der Felsen bearbeitet werden aus dem alten Layout, damit die Straßenbahnlinie dorthin passt. Und ansonsten werden wir auch mal schauen, was sich heute noch so ergibt. Wir werden einiges an Steinen verbauen, wir werden vor allem einiges abreißen, damit wir es neu positionieren können, um einfach dort hinten diesen Bereich voranzubringen. Ich hoffe, es gefällt euch, wie die meiste Zeit hoffe ich. Und ansonsten würde ich sagen, gleich kommt die Werbung und dann geht's hier los mit vielen Steinen in der Brickworld 2.0. Hier seht ihr nun, dass ich an diesem Modul, auf dem ja auch das Stadttor sich befindet, jetzt hier unten erstmal alles so weit weggemacht habe. Da war ja ganz viel Grünfläche, sehr viel Grünkram. Hier seht ihr noch ein bisschen was vom Felsen, den ich abgebaut habe. Und hier seht ihr noch einiges an Grünkram, den ich rausgenommen habe. Das ganze Modul wird jetzt hier rüber geschoben, damit wir jetzt hier auf einer Ebene sind mit der Grenze. Das müsste fast sogar reichen. Hier muss wahrscheinlich noch ein bisschen vom Felsen bearbeitet werden. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann werde ich hier noch ein bisschen Schiene einbauen, hier mit einer leichten Kurve. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wollen ja hier noch einen Tunnel einbauen. Habe ich ja alles schon mal angesprochen und besprochen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall das hier auf jeden Fall hier rüber kriegen. Schön reinbauen und dann mal schauen, dass die Straßenbahn hier auch gut vorbeikommt. Und dann schauen wir mal, wie wir es mit dem Tunnel machen, würde ich sagen. Und damit sind die ersten Arbeiten geschafft. Wie ihr sehen könnt, ich habe das ganze Modul hier vorne, wie gesagt, also abgetrennt, habe alles runtergemacht, was drauf war. Und das Ganze ist jetzt hier rübergeschoben bis an die Gleise. Ihr seht, die Platte liegt jetzt hier an der anderen Platte an. Die Gleise liegen drauf. Ich habe jetzt bis hier zur Kante, hier drüben den Felsen neu modelliert. Hier vor allem, das Stück wäre fast bis hier rübergegangen. Habe ich alles neu modelliert, neu angepasst, ein bisschen Grünzeug dazu getan. Und wenn man jetzt die Straßenbahn nimmt, dann seht ihr, kommt die hier ohne Problem vorbei. Ist teilweise ein bisschen knapp, das stört aber nicht. Sie quietscht immer noch, wie man sieht. Aber ich habe jetzt hier den Felsen so weit fertig, dass es jetzt ein Guss ist. Und jetzt kümmern wir uns um den Bereich hier vorne bis zur Tischkante. Hier kommen ja irgendwann später noch weitere Tische. Das heißt, hier wird jetzt unten nichts weitergebaut, auch hier wird jetzt hinten nichts verschönert. Da kommt ja später die Altstadt, weitere Teile der Stadt. Aber bis dahin haben wir noch einiges an anderes zu tun auf den bisherigen Tischen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier bis zur Kante nach vorne bauen, denke ich. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Der Tunnel soll auf jeden Fall hier auch angefangen werden. Die ersten Arbeiten am Tunnel sind begonnen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Gleis eingebaut, wie gesprochen oder versprochen, das jetzt leicht Biegung hat. Ist ein relativ geringer Radius, ist eines der Twixbricks-Gleise. Liegt einfach daran, dass wenn die Straßenbahn von hier hinten kommt und wenn dann jetzt die Biegung zu groß wird, kriegen wir hier hinten ein Problem mit dem Bahnsteig. Deshalb ist das Ganze jetzt relativ seicht. Ich überlege, ob ich danach dann vielleicht ein bisschen stärker die Kurve mache. Müssen wir mal schauen. Hier sind eh schon am Ende des Tisches. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass ich hier angefangen habe, den Eingang in diesen Tunnel zu bauen. Das Ganze läuft hier mit diesen, wie heißt das Teil eigentlich? Mit diesen Klick-Elementen, mir fällt gerade offiziell der Name gerade gar nicht ein. Das liegt einfach daran, ich brauche ja die Biegung, muss hier entlang der Biegung der Schiene sein. Und dazu habe ich jetzt einfach hier auf die Schwellen, die vom eigentlichen Gleis kommen, diese 2x2er-Plates drauf gebaut. Und daran wird dann einfach die Mauer angelehnt. Das führt dazu, dass die Mauer genau die gleiche Biegung einnimmt wie die Schiene. Und dann passt auch die Straßenbahn perfekt hier durch. Und von vorne bekommt man auch einen schönen Blick dann später, wie man hier so ein bisschen die Biegung sieht. Das Ganze hier drüben wird dann angepasst, dass hier eben der Fels weitergeht. Hier geht der Fels dann weiter hier rum. Das machen wir alles nochmal, schauen, wie weit wir heute noch kommen. Aber ich glaube, es wird eine ganz nette Geschichte, hier so eine kleine Tunneleinfahrt zu haben. Wie ihr sehen könnt, hat sich hier wieder einiges getan. Ich habe jetzt hier das Ganze hier mal abgebaut. Das größte Teil habe ich zusammengelassen, weil ich einfach das Ganze jetzt hier ein bisschen umbauen möchte, natürlich für das Ganze, was hier jetzt drankommt. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch einen Bogen für die Straßenbahn. Ist hoch genug, dass wir später auch noch die Oberleitung reinziehen können.
Und ich habe jetzt hier vorne angefangen, den Felsen um die Ecke zu bauen. Ihr seht auch hier das Eingangsportal. Mir persönlich gefällt es eigentlich relativ gut. Ich gehe mit euch einmal kurz außen rum. Dann sehen wir erstmal hier noch ein bisschen Chaos, das sich noch legen muss sozusagen. Und von hier vorne seht ihr jetzt da hinten das Eingangsportal. Das sieht eigentlich ganz nett aus, meiner Meinung nach. Auch die kleine Biegung ist ganz nett. Und wenn jetzt hier der Felsen noch weitergebaut wird und so weiter und hier das Bahnhofsgebäude nach oben kommt, glaube ich, wird das eine ganz schöne Geschichte. Und ich glaube, dieser Tunnel bringt noch mal ein bisschen Leben in die ganze Geschichte. Da bringt man auch ein bisschen Licht rein. Und ich glaube, das macht die ganze Sache dann wirklich noch ein ganzes Stück hübscher. Der aktuelle Stand der Felswand, ich gehe mal mit euch hier ein bisschen runter. Ihr seht, es fügt sich jetzt sehr schön hier ein. Ich habe auch noch ein bisschen am eigentlichen Tunnelinhalt sozusagen gearbeitet. Da werden wir heute aber nicht mehr so viel machen. Hier seht ihr das ganze Abrisschaos. Aber ich habe jetzt auch hier den Übergang zur zwischen Felswand und Mauer geschaffen. Ich möchte jetzt hier einfach ein bisschen Felswand nach oben ziehen und dann auf dem Modul, hier ist die Modulgrenze, sieht man ein bisschen, wenn man hier rüttelt, sieht man, dass sich da unten ein kleiner Spalt eröffnet. Daran arbeite ich gerade noch ein bisschen, dass ich jetzt hier noch um die Kurve ein bisschen komme und vielleicht oben noch ein bisschen anfange, die weitere eigentliche Burgmauer, die hier noch ein bisschen um die Ecke gehen soll. Hier vorne kommt dann noch Fels hin, daran noch ein bisschen zu arbeiten. Aber dann denke ich, dass wir damit dann bald heute fertig sind in unserer Arbeit. Denn ich muss sagen, es hat doch einiges an Zeit natürlich gekostet, aber wir haben jetzt hier einen ganz guten Fortschritt. Das fügt sich alles wieder zusammen. Der Weg nach oben ist geblieben, wie auch von vielen gewünscht. Und ansonsten gibt es jetzt hier auch diesen schönen Tunnel und dieser Tunnel gefällt mir einfach wirklich gut. Zum Abschluss des heutigen Videos habe ich jetzt mal das Licht hier ausgemacht, damit man jetzt einfach mal ein bisschen sieht, wie das Ganze auch mit Beleuchtung wirkt. Hier oben fehlt auf jeden Fall noch Beleuchtung. Es liegt auch daran, dass ich die noch nicht umgebaut habe auf das neue System, bin ich das noch nicht angeschlossen habe. Hier gibt es eigentlich noch eine Beleuchtung für die Mauer an sich, hier vorne auch. Und nochmal der hier unten drunter im Durchgang gibt es eigentlich auch noch eine Beleuchtung, genauso wie hier hinten diese Lampe beleuchtet. Das fehlt jetzt alles noch. Das wird dann noch mal ein bisschen mehr Stimmung das Ganze reinbringen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier vorne noch mal ein bisschen den Felsen jetzt hier über die Mauer drüber gezogen, damit es ein bisschen natürlicher wirkt. Der Baum ist auch neu, einfach um hier noch ein bisschen was Natürliches reinzubringen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die vielen Farben der Blumen hier ändern möchte. Da könnt ihr mir gerne was in die Kommentare dazu schreiben. Aber ansonsten seht ihr, wie sich das Ganze hier fügt. Wir haben jetzt hier ein ganzes Stück, das einfach ja im Prinzip fast fertig ist. Die Lücke da vorne möchte ich demnächst noch schließen, aber hier der Bereich ist soweit fertig, bis auf ein paar Details. Der Krankenwagen soll da ja noch hin, aber hier ist fertig geworden. Der Fels wird dann auch weitergebaut in einer der nächsten Episoden und dann gehen wir auch langsam mal in die Altstadt hinein, würde ich sagen, in absehbarer Zeit. Aber demnächst möchte ich auch da vorne, ich gehe nochmal mit euch da rüber, hier weiterbauen natürlich mit der Brücke, da sind ja viele Ideen gekommen und wir müssen auch mit den Häuserblöcken weitermachen und natürlich auch mal mit dem Bahnhofsgebäude an sich, aber ja, es schließen sich jetzt die Lücken nach und nach hier in dem Bereich und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Auch nochmal an der Seite zu sehen, ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte, auch dass jetzt hier so ein kleiner Bogen reingeht, damit einfach mal diese geraden Strukturen mal wieder gebrochen werden. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen in diesem heutigen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beantwortet gerne meine Fragen. Wenn ihr es nicht getan habt, lasst gerne auch ein Abo da und gerne auch einen Daumen nach oben. Das freut mich und den Algorithmus. Und ansonsten sage ich nur noch viel Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld. Und ich sage tschüss.